seid ihr sicher? Bald wäre ich selbst Richtung Siedlung 5 aufgebrochen. Wir wurden aufgehalten. Was ist passiert? Die kurze Version. Die Core ist auf dem Weg. Wie lange haben wir? Ich begrüße unseren Gast. Ministerpräsidentin? Reyna, ich suche nach meinen Leuten. Treten Sie zur Seite. Sie haben hier keine Befugnis, Ministerpräsidentin. Ich sag Ihnen, was jetzt passiert. Jeder, der sich der Core widersetzt, wird beiseite geschafft. Wie in Siedlung 2? Das liegt an Ihnen. Sie vergessen dabei eine Sache. Oh, und die wäre... Das hier ist nicht Siedlung 2. Okay, war ein nettes Gespräch. Oh, es ist nicht vorbei. Ihr zwei, holt den Fabrikator und folgt mir. Wir müssen die Halle mit dem Fabrikator sichern. Na los! Okay. Du! Stell sicher, dass die Krankenstation genügend Brandsalbe hat! Tut mir leid, Brandsalbe wird nicht viel bringen. Die Devis haben jetzt mehr als nur Schockgewehre. Moment. Jin schießt jetzt auch scharf? Ach, scheiße! Alle sofort in die Versammlungshalle! Los! William, evakuiert die Schule! Stellt sicher, dass kein Kind zurückbleibt! Sichert das Kraftwerk. Guter Schuss, Kleiner. Reyna, die Geschütze sind bereit. Carmine, geh wieder da hoch. Wie steht's um die Muni? Das ist alles, was wir haben. Hoffentlich reicht das aus. Gehen wir rein. Die Core ist fast da. Werf den Fabrikator an. Jawohl, Ma'am. Verbarrikadiert die... Hey, sind alle da? Ja, fast alle. Bis auf Mackenzie und Eli. Denen geht's gut. Sie sind zum Handeln im Süddorf. Zumachen. Kate! Ist die Core wirklich hier, um uns mitzunehmen? Ja, Kleine. Ist sie. Aber da drin bist du sicher. Versprochen. Okay, William. Verriegeln! Und? Alles gut. Wir haben durchgezählt. Eure Ministerpräsidentin steht auf große Gesten. Ja, sie ist nicht gerade subtil. Tja, ich auch nicht. Verteidigt die Tür. Zeigen wir ihr, was es heißt, sich mit Non-Cons anzulegen. Okay, geh an den Fabrikator und bau uns ein paar Verteidigungsanlagen. Okay, was ist das? Oh, was haben wir denn da? Oh, was haben wir da? Schockwache. Ja, nee. Gefällt mir. Ihr wisst doch hoffentlich, wie man einen Fabrikator bedient, oder? Dann baut endlich was! Alter, jetzt bleibt doch mal flauschig. So.
So. Kann losgehen. Hab sie. Ein schönes. Okay, gefällt mir. Das Scharfschützengewehr brauche ich nicht. Landungsschiff! Jetzt geht's los! Hey, Carmine hat ihn erwischt! Siehst du, Kate? Ich bin ein vorzüglicher Lehrer. Alles, was er weiß, hat er von mir. Oh, Scheiße! Carmine! Das war mal Carmine. Gott, verfluchte Scheiße! Alle bereithalten! Diese Dibis wollen sich unsere Leute krallen? Dann müssen sie erst an mir vorbei! Die kann ich gut gebrauchen. Wir müssen die Dibis von den Bewohnern fernhalten! Was? Da ist ein Kondor! Mach sie fertig! Verdammt! Nein! Noch ein toter Divi! Keine Muni! Die kann ich gut gebrauchen. Einheit in Kampf! Komm! Ein weiterer Kondor! Noch nicht das Nachladen. Ein toter Divi! Wir haben sie aufgehalten. Aber das war nur der Anfang. Wir brauchen mehr Befestigung. Baut was, das sie verlangsamt. Bin dran. Ich kann nicht fassen, dass Jin das durchgezogen hat. Du musst sie wütend gemacht haben. Klar doch, hatte nichts damit zu tun, dass du ihr den Kopf abgerissen hast. Was ab?
Das war's. Das ist für mich. Hatte ich nicht irgendwo ein Scharfschützengewehr gehabt? Sie sind zurück! Wir sind bereit! Haltet sie von der Tür fern! Sie haben das Haupttor zerstört! Da kommen sie! Ein toter Verfolger! Schützer aktiviert. Ziele geortet. Toll. Oh Mist. Jin hat die Beobachter aufgepeppt. Hey, die haben einen anderen Weg hochgefunden. Passt auf die Mitte auf. Der Schild ist unten. Das war's. Wir haben die verfluchten Dibis erneut aufgehalten. Euch ist klar, dass es jetzt noch schlimmer wird. An alle, repariert und ersetzt so viel, wie ihr könnt. Schnell!
Ihr Kinder geht schon mal vor. Ich überprüfe die Tür. Keine Puste mehr? Mitnichten. Ich habe schließlich auch die Dibis bei Siedlung 5 überstanden. Ganz unversehrt. Du hast geblutet wie ein Schwein. Hab mich geschnitten. Beim Rasieren. Ja, nee. Beim Rasieren. Mhm. Geladen. Das ist es meins. Das ist immer noch ein bisschen anders. Wir haben das Archiv zerstört. Ich sehe es. Wir haben Kopien. Von den Daten, nicht von den Büchern. Die Dad of Jacinto gerettet hat. Hey! Alle bereit machen! Was holen? Meins. Hab sie! Komm schon. Scheiße, ich bin getroffen! Warten Sie auf Ihre Hilfe. Einheit unter Feuer. Leber, das war gut. Landungskanzel! Meins. Meins. Leute, da kommt Verfolger! Da wo du bist. Wow. Wow. Hey, hier ist noch ein Geschützer. Ja, ja, ich seh dich. Thank you.
ist er. Puh, geschafft. Hey, das war der letzte. Gute Arbeit, Jungsbunde. Heilige Scheiße. JD, da kommt eine Sturmfront. Oh. Ihr habt versprochen, dass ihr den Fabrikator stellt, ohne Jin zu provozieren. Ma'am, haben Sie nicht zugehört? Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun. Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen. Was auch immer das bedeutet. Ich hab euch gesagt, euch beiden, lasst mich das bloß nicht bereuen. Mom, du weißt, dass sie lügt. Seit wann kümmern wir uns darum, was die Chor denkt? Seit es zu Kriegen führt. Ihr drei, bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter. Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort. Schaltet den Strom wieder an. Gut, ganz wie du willst. Hey, wenn noch mehr Chorleute kommen, schlägst du Alarm. Jawohl, Ma'am. Hey. Du wusstest, dass dieser Tag kommen würde. Deshalb halten wir uns auch an den Plan. Können wir uns ein wenig sputen? Rainer ist schon sauer genug. Ja, ich weiß. Es kackt immer wieder ab. Das Teil hat heute viel durchgemacht. Ach ja? Willkommen im Club. Ich hab's gleich. Okay, JD, geh zu dem Schalter. Okay, rein damit! Ha, sieh mal an! Leute? Komm schon, gib's zu. Du hast kurz an mir gezweifelt. Hast du was angefasst? Was? Da draußen ist was. Na los. Mom? Mom! Kate, hör zu. Versteck dich und dann verschwinde. Was tust du denn da? Kate, hör nur zu. Leute, das klang nach Dutzenden, vielleicht Hunderten, wie ein Schwarm.
machst du da, Mann? Keine Ahnung, wo sie hin sind. Hör mal, Jin kann uns helfen. Jin will uns umbringen. Kate, hör zu. Hey, das wird euch nicht gefallen, aber ich weiß, wer sich diesen Kristallscheiß ansehen sollte. Jin hat Leute, die sich darum kümmern können. Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass... Del, nein. Dass er uns helfen kann. Von wem spricht Del denn? Hey. Kann er uns helfen oder nicht? Ja, kann er. Die Frage ist, ob er es tut. Let me sleep for